Eine herbe Enttäuschung gab es gestern zum Auftakt der Biathlon-Weltmeisterschaft für die Mixed-Staffel. Nur Platz 13 am Ende. Michael Antwerpes ist in Nové Město in Tschechien. Wie hat die Mannschaft denn diese Enttäuschung verdaut, Michael? Ja, das ist die große Frage am Tag danach hier in Nové Město im Stadion. Das Training läuft bei den Männern und deshalb ist wahrscheinlich die beste Therapie gegen eine solche Klatsche trainieren. Andreas Birnbacher auf seinen Brettern testet und probiert für den Sprint morgen. Also raus mit der Niederlage aus den Köpfen, rein in den Alltag, rein in die Routine. Und das heißt halt bei den Biathleten trainieren, auch am wettkampffreien Tag. Hier sehen wir Simon Cemp, auch er gestern dabei auf Position 3 in der Mixstaffel. Und natürlich diskutiert man auch bei den Trainern. Wie sind die Ursachen? Woran kann es gelegen haben, dass Deutschland gestern in einem historisch schlechten Ergebnis, nämlich Platz 13, ins Ziel kam? Kathi Wilhelm, Platz 5 in Antols 2.7 war die schlechteste Mixstaffel der Deutschen. Gestern ist man hinter glorreichen Nationen Schweiz und USA gelandet. Wie sieht die Erklärung am Tag danach aus? Ja, ich glaube, so eine richtige Erklärung gibt es nach wie vor noch nicht. Es ging einfach schon nicht wirklich gut los und es hat sich das ganze Rennen durchgezogen. Es hat eigentlich kein deutscher Athlet so richtig seine Leistung abrufen können. Und dann war halt die logische Konsequenz ein richtig miserabler 13. Platz. War möglicherweise die Vorgabe vom DSV-Sportdirektor dann doch ein bisschen gewagt, 5 bis 6 Medaillen hier holen zu wollen? Nein, das denke ich nicht. Also man muss sich schon als deutsche Mannschaft auch sehr hohe Ziele setzen. Das ist auch das, was von außen erwartet wird, ist aber auch das, was jeder Athlet eigentlich von sich selber erwartet. Weil wir haben ja auch dieses Jahr schon die Ergebnisse gesehen, die kamen ja und sie waren auf Podest oder in Podestnähe. Und deswegen kann man jetzt nicht tief stapeln. 5 Medaillen ist sicherlich viel, aber es wäre machbar. Und gut, die Medaille im Mixstaffel war sicherlich eingeplant und die ist jetzt halt schon mal weg. Ganz fest damit gerechnet hat man, dass Miriam Gössner an Position 2 die deutsche Mannschaft auf den Medaillenkurs bringt. Das hat bekanntermaßen überhaupt nicht funktioniert. Und so hieß es am Ende, statt triumphieren, Tränen trocknen, Boris Boscharski. Für alle Fälle. Die freundlichen Veranstalter wissen, was manchmal nötig ist. Miriam Gössner. Trost statt Triumph. Jeder hat sein Bestes versucht heute und können wir keinen Vorwurf machen, denke ich. Wir versuchen jetzt bei den nächsten Rennen besser zu machen und hoffen wir, dass es klappt. Ja. Sie konnte laufen so schnell wie keine andere in diesem Winter, aber nicht gestern. Sehr untypisch für diese Saison, dass sie im Laufen gar nichts gut machen konnte, im Gegenteil auf die Spitze sogar verloren hat. Und ich denke mal, das hat sie auch am Schießstand noch sehr beschäftigt. Nervös, unsicher. Die Zeit verrinnt gnadenlos. Hast du schon irgendwie jetzt so kurz danach irgendeine Erklärung fürs Schießen? Nee, keine Ahnung. Ein Albtraum, das zweite Schießen. Die letzte Scheibe steht. 4 Versuche, sie zu treffen, reichen nicht. Die Strafrunde. WM-Start verdorben für sie, die Mixed-Staffel und das gesamte deutsche Team. So ist es in ihrem Kopf. Die Beine schwer. Hat das im Trainingsaufbau möglicherweise nicht gestimmt? Ja, wir haben eigentlich im Training versucht, alles richtig zu machen, haben auch sehr individuell gearbeitet, auf individuelle Stärken und Schwächen versucht einzugehen, hatten danach die Miri sogar einen Tag längere Regeneration als die anderen, weil sie einen Tag eher den Lehrgang in Oberhof beendet hat. Also daran sollte es nicht gelegen haben. Keiner war gestern wirklich gut. Nur Miriam Gössner war eben richtig schlecht. 13. Platz, das tut weh, sehr weh. Aber immerhin weiß sie sich in so einer Situation selbst zu helfen. Ja, Augen zu und durch. Wie hat sie es aufgearbeitet? Der Bundestrainer Uwe Müßiggang ist hier. Uwe, wie hat die Truppe das Ganze verdaut? Ich denke mal, heute sieht die Welt schon wieder ein bisschen anders aus. Gestern waren wir uns natürlich aus Maßes enttäuscht. Wir sind hier mit einer ziemlich hohen Erwartungshaltung reingegangen und wirklich eine Top-Mannschaft aufgestellt und haben
wollen wirklich um die Medaille mitkämpfen. Das war kein Wunschdenken, sondern die haben im Vorfeld Leistung gezeigt, die eigentlich in die Richtung ging. Und dementsprechend groß war natürlich die Enttäuschung. Es war einfach eine Staffel, die von vornherein nicht gut angegangen ist. Und das hat sich dann im Prinzip durch die gesamte Staffel gezogen. Das Erstaunliche ist, dass man eigentlich keine Erklärungen findet. Die Vorbereitung scheint in Ordnung gewesen zu sein, das Material gestern auch. Haben Sie eine Erklärung? Ja, wir wollen auch jetzt nicht krampfhaft nach irgendwelchen Erklärungen suchen. Was wir festgestellt haben gestern, dass wir vielleicht ein bisschen zu vorsichtig am Schießstand agiert haben, das hat viel Zeit gekostet. Und man hat dann gemerkt, dass mit dieser Zeit auf der Strecke nichts gut zu machen war. Also wir sind dann auch nicht in der Lage gewesen, die am Schießstand verlorene Zeit wieder aufzuholen. Das wäre für uns die eigentlich schlüssigste Erklärung gewesen, dass da ein bisschen zu verhalten rangegangen wurde, was die Schießzeit betrifft. Wichtig ist ja auch, den Hebel jetzt umzulegen und nach vorne zu schauen. Wie sah die Aufbauarbeit gestern Abend aus? Ja, deswegen haben wir das gestern angesprochen, wir haben gestern auch das analysiert, wie es dazu kommen konnte und haben auch versucht, dann wirklich einen Schalter umzulegen und sagen, so, das Rennen ist vorbei, jetzt gibt es ein neues Rennen, sprich, es gibt einen Sprint und mehr den Fokus in der Analyse auf das nächste Rennen zu legen. Und ich denke, das haben die Mädels und die Jungs auch gut verstanden und auch gut dann realisiert. Und man hat es heute beim Training schon wieder gesehen, sind eigentlich wieder hochmotiviert und ich denke, sie haben ein Stück weit vergessen, was gestern passiert ist. Vielen Dank, Uwe Müßiggang, für diese Einschätzung. Und es gibt zwei Erkenntnisse aus dem gestrigen Tag. Einmal natürlich der enttäuschende 13. Platz für Deutschland. Dann aber die Begeisterung, die hier in Tschechien, in Nové Město herrscht, nach der Bronzemedaille für die tschechische Mannschaft mit Vítková, Sokolová, Sukup und Moravec hinter den Weltmeistern aus Norwegen und dem zweiten Frankreich. Tolle Stimmung, 20.000 Zuschauer hier in der Arena bejubelten diesen tschechischen Erfolg, den ja, man nicht so recht auf der Rechnung haben durfte, aber schön ist es für diese Weltmeisterschaften, dass der Einstieg in dieser Hinsicht zumindest geglückt ist. Und an Kathi Wilhelm bleibt am Ende noch die Frage, was ist denn für den Sprint morgen zu erwarten? Wir haben zwei Wettbewerbe, Männer und Frauen, aus deutscher Sicht jetzt erstmal. Ja, man muss halt einfach sehen, wie gerade Miriam Gössner mit dem gestrigen Rennen klarkommt. Sie ist nach wie vor unsere Medaillenhoffnung, gerade im Sprint. Aber auch für Andrea Henkel geht es darum, sich eine gute Ausgangsposition zu holen, vor allen Dingen für den Verfolger, der dann am Sonntag ansteht. Und bei den Männern ist, denke ich, das Ähnliche angesagt, wirklich ein solides Rennen zu machen, um Chancen zu haben, im Verfolger was zu reisen, weil die internationale Konkurrenz bei den Männern ist extrem hoch. Und da sehe ich eher die Chancen wirklich in so einem Rennen bei Viermal Schießen wie beim Verfolger.